Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Allerlei und diesmal Allerlei Kisten öffnen bei Black Ops 3, liebe Freunde. Mit mir dabei, um übelst abzuspitzen, dass er die Körperstücke, die Panzerung, die Kopfteile mitbekommen hat, ist bei mir mit dabei, der Shit. Hallo. Hallöchen. So, wir öffnen jetzt ein paar Kisten, Freunde. Mit unserem guten hier rechts im Bild. Auf jeden Fall mit unserem guten Black Jack, den ich auch schon mal gespielt habe, Freunde, ist eigentlich ziemlich nice. Also probiert es einfach selber mal aus und sowas. Macht einfach die Wochenaufträge und die Tagesaufträge, die euch sowieso Kryptos geben, finde ich auch übrigens ziemlich nice. Hab in Shit auf jeden Fall schon übelst geschwitzt auf der Dorf und ist eigentlich ziemlich cool. Und jetzt wollen wir aber nicht lange drum herumreden. Wir machen jetzt insgesamt 12 Kisten auf den Kopfpunkten und dann wollen wir mal loslegen. Zack. Und die erste. Ich habe ein wirklich tolles Gefühl. Tiki, Visitenkarte normal, Folie normal, haptisch für eine Shiva-Abtarnung normal und aber 10 Kryptos, Alter. 10 Kryptos, Digga. Und da machen wir schnell nochmal einen auf. 10 Kryptos ist super. Ja, 10 Kryptos ist wirklich schlecht. Okay. What the fuck? Also, wir haben episch, legendär und selten und 3 Krypto-Bonus. Wir haben die SVG 100, die Eistarnung. Dann haben wir für die Dingo, das ist eine MG, eine Brandfackel und haptisch Tarnung für die Haymaker 12. So. Hey! Hey! So, weiter geht's. Okay, die nächsten drei sind Salut für Reaper, gute Spielgeste, normal, also Folie und ein Fadenkreuz und 5 Kryptobonus. Weiter geht's. Leider nicht so schön. Nein. Arsch! Oh, wir haben hier legendär von Outrider ein Körperthema. Matador sind eigentlich ziemlich nice, aber das hab ich schon. Und Sternenzählen-Emblem. Selten. Und Teil kommt der Bonus. Na, da geht's. Okay, jetzt sind wir legendär und immer selten. 5 Krypto-Bonus, Freunde. Immer für einen Reaper-Werter, Kopfthema. Immer für Firebreak-Reptil, Körperthema. Und die Divisionenkarte nimmt das. Sammler-Set 2 von 6. Weiter geht's. Wortwörtlich, nimm das. Okay, ich hab die Rüstung ganz zum zweiten Mal bekommen, die wie eine Jacke aus dem Black Metal. Nur mit Körperthema. Die können wir dann gleich eintauschen. Okay, sinnlose Kiste. 5 Krypto-Bonus sind wir jetzt bei 86. 1000 haben wir noch. Wir können noch 5 öffnen. Und jetzt wird man so machen: Ihr genießt einfach nur die Kisten öffnen. Und wenn wir was Ordentliches haben, Black ich rein. Also dann, go, go. Am Arsch. 7 Krypto-Bonus für den nächsten. Okay, 7 Krypto-Bonus, dann episch Art Deco Prophet. Für den Prophet. Ein Körperthema. Dann haptisch für die HVK 30. Die spiele ich auch zurzeit eigentlich ziemlich gerne, weil so schlecht ist die gar nicht. Weiter. Absolut echt, absolut nicht gefälscht, absolut. Yes, Alter, legendäre Waffe, legendäre Nahkampfwaffe, Furiengesang, das Schwert habe ich gezogen. Oh, sehr nice. Nice, Alter. Hier, damit ist es, Freunde. Furiengesang, Nahkampfwaffe, legendär. So, ein Bild müssen wir noch drin, weil du machst gleich mal ein Foto für unsere WhatsApp-Gruppe. Das muss auf jeden Fall rein. Weil ich einfach übelst gehypt bin von dem Ding, weil es eigentlich ziemlich auch nice aussieht im Angriff und sowas. Und auch im normalen Nachladen. Ne? Wenn man die Nachladentaste drückt und sowas, so dieses Rumgefuchtel, finde ich schon ziemlich nice gemacht und sowas. Deswegen einfach gleich ein dickes Foto an die WhatsApp-Gruppe hier.
Und auf jeden Fall hammergeil. Und es kann gar nicht besser laufen. Wenigstens ein was gezogen. Wenigstens ein was. Finde ich geil. Und ja. Dann werden wir mal schauen, was wir noch einlösen können. Von wegen diese geilen Kryptos einlösen. Doppelte Eintausch. Nur ein episch, ein legendär, drei selten, 12 Mal. Macht für uns insgesamt schlau, die Vorräte zu verknappen. 153 Kryptos. Und da ihr noch online seid und da wir die Folge noch ein bisschen anziehen wollen, gibt es da mal einen 40% Rabattpack. 5er-Pack. Für 90 Kryptos gibt man eigentlich nur 3 Kisten, aber hier ist es die 40% Rabattvariante mit 5 Kisten. Das holen wir uns jetzt gleich, machen die gleich nochmal instant off mit. Auf jeden Fall shit noch im TS. Ja, vielleicht auf jeden Fall nochmal instant mit dabei. Immer noch. Immer noch. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier noch ziehen. Vorratslieferung jetzt öffnen. Es geht los. Erster. Okay, legendäres Kopfthema für einen Prophet Vampir. 3 Krypto-Bonus. Und für die XM53 von Raketenwerfer die Hitzetonnung. Öffnen, weiter geht's. Oh, nice. Legendär für die Battery Kopfthema Boxen Crew. Und eine seltene Tonnung für die Q-Dart. Die habe ich glaube ich noch nie auf der Q-Dart. Und zwar haptisch. 7 Krypto-Bonus, weiter geht's. Nice, Alter, für einen Reaper, für den Roboter. Ein Kopfthema, episch, grafisch hieß das. Hab ich schon gesehen, müssen wir dann mal später mal gucken. Und für die Gorgon Magazinerweiterung Variante Pegasus habe ich noch bekommen, legendär. Und für die M8A7 die Hitze tollen. Und 7 Krypto-Bonus. Weiter geht's, zwei noch. Ja. Das Meer davon fliegst mit deinem Pegasus. Nö, das muss nicht sein, aber. So, 3 Krypto-Bonus, gehabe nur mit Freundgäste, nichts weiter. Rotz. Ja, alles klar. Fußficker, nur mit Drogengäste sinnlos. Noch 10 Krypto-Bonus, wir haben wieder 93. Wir holen auf, uns auf jeden Fall noch einen Pack davon. Definitiv. Tauschen wir gleich mal ein, um noch 5 Kisten zu öffnen. Und jetzt denke ich wirklich schon, wenn ich was Episches habe. Ansonsten ist hier Funkenstille. Wir wollen hier die Euphorie spüren. Die Euphorie muss da sein. Alles klar. Ich öffne. Die sind entschlüsselt. Okay. Gelb episch Ritualtonnung für die Manowar. Und 3 Krypto-Bonus. Weiter geht's. Okay, das muss ich mal ganz kurz kommentieren. 20 Krypto-Bonus übrigens und 2 legendäre, und zwar Osiris für die Pharo-Griff-Variante und für die XR2 Sturmgewehr-Lasermarkierer-Variante, die Valkyrie. Nice. Eins noch. 2 seltene, und zwar nur mit Kopfthema Himmel. Net. Und Boombox, Visitenkarte, Sammler 2 von 6. Und 7 Krypto-Bonus. Sind wir wieder bei 50? Und jetzt tauschen wir noch ein, liebe Freunde. Erledigt. Da sind wir bei 60, genau. Genau, glatt 60. Das heißt, diese Folge endet mit diesen 60 Kryptos und sowas. Und ich würde einfach nur mal sagen, wenn das nächste Mal einfach sich die Dinge ergibt, würde ich noch mal auf jeden Fall eine Folge öffnen wollen. Und so. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe leider keine Waffe gezogen oder irgendwie was übelst krasses, episches und sowas, eigentlich nur Körperthema und Kopfthema und sowas, aber wir haben den Vogelgesang und davon, liebe Freunde, davon werde ich euch ein Gameplay öffnen und das werde ich dann auf jeden Fall noch hochladen, auch bei allerlei, denke ich, aber diese allerlei Kistenfolge oder diese allerlei Supply Drop Folge soll ich erstmal reichen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Shitter, der dabei gewesen ist, und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, ciao! Tschüss!